So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ihr könnt euch erinnern, bei der letzten Folge haben wir da rechts bei der Firma abgeladen und ich bin hier am Seitenstreifen praktisch zum Stehen gekommen, habe da jetzt meine Wochenendruhezeit verbracht. Ja, und wir haben einen neuen Auftrag bekommen und den wollen wir uns jetzt holen. Wir haben es Montag, 7 Uhr in der Früh. Danken sollten wir auch bei nächster Gelegenheit dann mal. Und dann schauen wir einfach mal, dass wir die Fracht bekommen. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Wochenende war ruhig, relativ ruhig dafür, dass es hier an der Hauptstraße, an dieser befahrenen Hauptstraße eigentlich gelegen ist. Aber ich habe schon schlimmere Wochenenden verbracht, muss ich fairerweise sagen. Demnächst rechts abbiegen. So, da wieder rechts. Müssen wir uns. Ah, alter Schwede, das ist die gleiche Ladestelle wie Entladestelle gewesen ist. Das ist ja spaßig. Wir sind da praktisch jetzt einmal rund um die Firma gefahren. Und müssen da wieder laden, das ist echt spannend. Wir hätten das aber letzte Woche am Freitag auch schon sagen können, dass die da Anschlusstür für mich hätten, diese. Naja, gut. So, naja, gut, da müssen wir aufpassen. So, oder? Dann buchen wir uns da im System ein. Genau, wir fahren nach Malaga. Auftrag annehmen, wo ist denn das Zeugs? Das ist hinten. Das ist ein bisschen blöd zum Ranfahren, das sind so schräge Buchten. Schräge Rampe, im wahrsten Sinne des Wortes. Da müssen wir schauen, dass wir irgendwo drehen. Wo drehen wir denn am besten? Alter Schwede, es wird nicht mehr besser. So, ist zwar nicht wirklich optimal, aber was willst du machen? Gut, wir haben die eine Achse hinten gelenkt, ist ein bisschen besser. Es geht. Wir haben auch kein Gewicht drauf, das heißt, wir ziehen uns den Gummi da nicht runter. Ja, und da müssen wir auf alle Fälle ran. Bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Das ist da mit der Markierung nämlich ein bisschen komisch. Das werden wir gleich sehen jetzt. Was da wirklich Phase ist. Ich glaube, wir müssen da ganz an die Rampe ran. Da Fenster runter. Fensteranimation funktioniert auch wieder, nachdem wir die Animation vom Lenkrad rausgegeben haben.
schön mit dem Spiegelretour. Schön langsam, dann funktioniert's hoffentlich. Jawohl, so bleiben wir stehen, Freunde, und genau. Gut ist. Bremse rein. Jawohl. So, und dann warten wir, bis die Burschen mit dem Laden fertig sind. Aber wir machen da jetzt kein großes Theater. Wir wollen ja immerhin fahren und nicht da irgendwie künsteln. So, wir haben die Papiere bekommen. Und wir schreiben jetzt auf, es ist jetzt 8 Uhr und... Na, wir schreiben 8 Uhr auf. Das passt dann schon. Und auf geht's Richtung... ja, genau. Nehmen Sie raus. Malaga haben wir gesagt, oder? Wie war das? Genau, Malaga. So, wir geben die Scheibe natürlich wieder rauf, weil sonst wären wir irgendwo mal schwerhörig oder so. Das wollen wir natürlich auch nicht. Dann schauen wir, dass wir da rauskommen. Da sehen wir nichts vom Kollegen. Der steht da ein bisschen ungünstig jetzt für uns. Biege nach rechts ab. Ja, es geht. Es geht. Ganz kurz einmal rechts ranfahren, wir schauen uns noch ganz kurz die Karte an. Das machen wir jetzt schon noch. Die Zeit nehmen wir uns. Dann sagt der A3, ich würde nämlich ganz gern eigentlich da runterfahren über Murcia, Almeria, da die Strecken. Da fahren wir, nee, Stunden, da kommen wir nicht ganz aus. Gut, das ist uns jetzt eigentlich für die Würste, weil wir machen sowieso irgendwo zwischendurch dann eine Pause. Und wenn wir fahren bis den einen Wegpunkt da, den löschen wir. Nein, den kann ich nicht löschen. Doch, kann ich. Wenn wir da herfahren, zu dem Rastplatz, sind wir 6 Stunden unterwegs und das finde ich super. Lass uns loslegen. Wir sind ja nicht auf der Flucht. Das war gerade noch rechtzeitig, da fahren wir nämlich vorne dementsprechend dann in die richtige Richtung. So. Vor in Nase, du kommst ganz schön schnell daher. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Der. Fahr halt weiter, du. Na, also. Ich hoffe, man sieht ein bisschen was. Es ist heute brutal finster. Ich habe jetzt da keine wirkliche Beleuchtung für die Webcam. Oder für mich eigentlich, für die Webcam.
Es ist wirklich schweinefinster heute. Wir haben ziemlich viel Regen gehabt. Es regnet immer noch ziemlich. Wir haben nicht nur in Deutschland dementsprechende Unwetter, auch da bei uns in Österreich. Hallein hat es ziemlich erwischt, Salzburger Land. Man schießt das Wasser aus den Fenstern raus. Ist narrisch, also das ist echt Wahnsinn, was da abgeht. Ich muss jetzt fairerweise dazu sagen, das Video kommt erst also eine Woche später, als die Aufnahme praktisch passiert ist. Aus dem einfachen Grund, da geht es um meinen Urlaub im Real Life. Und es hat den Hintergrund, dass ich eben von zu Hause die Videos nicht hochladen kann, weil meine Bandbreite einfach nicht, aber das wisst ihr eh schon alles, vielleicht die neuen Zuseher. Übrigens herzlich willkommen und danke für die ganzen Abos, Freunde. Bin ich echt schwer begeistert, hätte man nie träumen lassen. Aber wir sind inzwischen schon kurz vor 700 und das ist schon, oh ja, thank you very much. Ja, und wie gesagt, aktuell dieses Wochenende, da ist es wirklich heftig zugegangen, zuerst in Deutschland. Da NRW in dem Bereich, Wahnsinn. Aktueller Stand heute, Sonntag, Aufnahmedatum, weiß ich jetzt nicht auswendig, was heute für Tag ist, eh wurscht. Stand aktuell 180 Tote, Wahnsinn. Es ist unbeschreiblich, was da abgeht. Das werden noch, ich fürchte, mehr werden. Das ist richtig schlimm. Bitte links. Ja, und in Österreich bei uns eben, wie gesagt, wir haben genauso im Salzburger Land da unsere Herausforderungen aktuell. Und auch in Wien ist Autobahn unter Wasser, so Praterstern und so weiter. Wer die Gegend kennt, da war wirklich Wasser auf der Straße dementsprechend brutal. Also das Wetter zeigt uns schon, welche Kraft und welche Macht es hat, keine Frage. Es ist schon heavy. Ah, da hängen schon wieder so Regenwolken da hinten. Ich hoffe, wir kommen da nicht in irgendein schlimmes Wetter, das würde ich jetzt gar nicht brauchen. Inzwischen ist es wirklich schon so, jedes Mal, wenn irgendein Gewitter kommt oder sonst irgendwas, musst du mit alles Mögliche rechnen und fürchten, dass da durch den Hagel irgendwo doch Auto, was auch immer, alles zusammenhaut und wirklich Schaden entsteht. Das ist schlimm. Und früher hat es auch Gewitter gegeben, keine Frage. Aber wie in dieser Stärke und in dem Ausmaß, einfach Wahnsinn. Ich hoffe, dass sich das wieder beruhigt. Und ich wünsche natürlich allen Betroffenen alles Gute. Dass das dementsprechend übersteht, Freunde. Wahnsinn. Ja, da vorne, glaube ich, kommt eine Tankstelle, oder? Die könnte man jetzt ansteuern. Das wäre eigentlich eine Idee. Das wäre die Idee. Neu berechnen. Naja, du brauchst nichts neu berechnen, ich würde nur danken. Und jetzt ist mir der Kollege dazu vorgekommen. Da ist eine zweite Säule auch noch, das passt mir gut. Fahren wir da her. So. Dann würde ich sagen, bis gleich.
Ich werde jetzt kurz tanken und dann fahren wir wieder weiter. So, Freunde, da sind wir wieder. Paar ja, 1000 Euro bist los, gell? 983 Liter, wobei der Dieselpreis da nur 1,09 kostet. Das ist eh noch sehr im verträglichen Rahmen. Nette Bedienung gewesen da drinnen, Wahnsinn. Großes Herzen so. Da. Aber wir sind gewappnet für den Rest der Strecke. Perfekt, perfekt kann ich nur sagen. Schaut euch die Gegend an. Also inzwischen gefällt mir Spanien auch immer besser. Dieses Iberia DLC. Muss ich wirklich sagen. Am Anfang war ich gar nicht so begeistert, aber inzwischen, ja, nicht so schlecht. Bin gespannt, ob zum Zeitpunkt, wo das Video dann rauskommt, ob da die Promo schon verfügbar ist. Ich würde jetzt einmal fast glauben, ja. Mal schauen, was mit der neuen Promo und so ist mit dazu kommt. Wird auch spannend. Da freue ich mich auf alle Fälle schon drauf. Ja, und sonst? Der Stefan, mein Mitarbeiter, der die Münchner Niederlassung leitet, der ist ja gerade unterwegs Richtung Island rauf, also war jetzt in England, ist mit der Fähre rüber nach Dänemark, fährt jetzt hoch Hirtshals, oder so ähnlich spricht man das aus, ich weiß es nicht, fährt dann mit der Fähre hoch, wie gesagt, nach Island. Bin sehr gespannt, wie es ihm da oben geht. Und mein zweiter Mitarbeiter, zweiter Niederlassungsleiter, der Remi, der ja inzwischen auch die Innsbrucker Filiale übernommen hat. Das ist jetzt alles unter Dach und Fach. Gott sei Dank bin ich froh, dass er da unterschrieben hat, den Vertrag. Gut, ich habe mir auch bei beiden, muss ich jetzt fairerweise sagen, gehaltstechnisch wirklich nicht lumpen lassen. Also die haben da schon wirklich einen guten Vertrag bekommen, keine Frage. Braucht jetzt keiner jammern. Und bin ihnen auch fahrzeugtechnisch, glaube ich, soweit ganz fair entgegengekommen. Wo jetzt der Raimund, schaut einfach auf die Kanäle von den beiden, ist doch am allergescheitesten, was redet denn großartig. Der Raimund hat einen Scania S bekommen, schwere Maschine im Gegensatz zu meinem bescheidenen Vehikel da. Ich habe einen 6-Zylinder, ja dann V8, 650 PS. Drei Achsen, Midlift, also Pippi fein. Er hat jetzt zu mir gesagt, er würde sich den gerne ein bisschen herrichten, so vielleicht ein bisschen andere Stoßstange, Lightbox, da werden wir ihm ein bisschen unterstützen. Das ist logisch, kriegt ein bisschen einen Sponsor von mir. Das machen wir schon. Er sollte doch eine Freude haben mit dem ganzen Zeug. Und der ist aktuell unterwegs nach Frankreich. Clermont, der hat da eine Ladung Holzbalken drinnen. Der hat auch den gleichen Trailer wie ich, ich habe da gleich zwei angeschafft. Bin am Überlegen, ob wir vielleicht einen dritten auch noch, das werden wir sehen. Wenn jetzt nicht irgendwo großartig überlegen, vielleicht brauchen wir es auch gar nicht, wir werden es eh sehen.
Auf alle Fälle, der Stefan, glaube ich, ist mit seinem E-Mail auch absolut zufrieden. Weil wenn der zu mir sagt, Chef, weißt du, wir sind Scania-lastig, ich würde auch gerne mal Scania fahren, kann ich das nachvollziehen. Das ist überhaupt kein Problem. Erst einmal haben wir genug. Und wenn der nächste zum Tauschen wird, warum sollte der Stefan nicht auch einen Scania fahren? Also da habe ich überhaupt keine Probleme. Das, was ich mal ganz gern machen würde jetzt, nachdem ich selber ja vor 8 nicht mehr fahre oder aktuell einfach keinen besitze, für mich selber gesprochen jetzt, glaube ich, leiche ich mir jetzt einmal von der Münchner Niederlassung ein Actros aus. Es ist eine V8-Maschine. Den würde ich noch mal ganz gerne ausprobieren. Und der Stefan auch immer wieder schon mal gesagt, probier den einmal, fahr den einmal. Das ist ein super Fahrzeug. Und kann ich mir vorstellen, dass ich mir den für eine Tour mal hole. Der ist damals mitgekommen mit der Münchner Niederlassung, war der mit dabei im Preis. Von der alten Firma, wo wir die Garage praktisch übernommen haben. Sechszylinder hier. Ich weiß schon, die Community ist ganz schwer V8 verseucht. Und ist ja auch eine geile Angelegenheit, brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Also der gefällt mir schon auch. Nur bin ich die ganz, ganz schwer verliebt in solche Sounds, wie es der da ist, der Sechszylinder von Max. Der ist einfach, für mich ist der Sound einfach der absolute Wahnsinn. Und also da stehe ich drauf. Der ist genialst. Und wenn der Jan sagt, ja, alles unter V8 ist asozial, dann weiß ich ganz genau, wie ich das nehmen muss und deuten muss. Also keine Frage, Jan, Grüße an der Stelle. Schauen wir mal, ob du das Video überhaupt so weit siehst. Aber wie gesagt, das ist für mich kein Problem. Ich mag es, mir gefällt es und ich mache das und ich mache das so, wie ich das. Ich glaube, dass das für mich passt. Für wen es dann nicht so passt, oder wie, ist das Leben. Ja, den einen oder anderen kleinen Ruckler, den haben wir jetzt inzwischen gehabt. Beim letzten Video war überhaupt nichts. Also das ist wieder mal Tagesverfassung vom Spiel selber, wahrscheinlich von der Engine. Vielleicht weil heute Sonntagvormittag ist, noch ein bisschen müde, ist noch ein bisschen träge. Keine Ahnung. Da haben wir den nächsten. Wir sind auf keiner Promos unterwegs. Promos verschlimmert es, das wissen wir, aber naja. Was haben wir da? Olivenbäume, schaut zumindest ganz stark so aus. Perfekt. So, 12, wir haben es 12:30. Werden wir ja ziemlich um 15 Uhr zum Stehen kommen, na, das passt schon. Das passt schon. Da werden wir uns heute irgendwo ein schönes Cerveza gönnen. Das machen wir.
Ja, wie gesagt, Thema Urlaub. 3 Wochen Urlaub, 2 Wochen davon Betriebsurlaub, 1 Woche von mir noch drangehängt. Das heißt, ich bin letzte Juliwoche, da hat es gescheppert, die letzte Juliwoche und die ersten 2 Augustwochen bin ich im Urlaub. Ein Video werde ich jetzt, wie gesagt, vorproduzieren, das ist aktuell dieses. Das kommt dann am Montag in der letzten Juliwoche. Ich werde das veröffentlichen. Und da muss ich zwischendurch, ich glaube, es ist der, was ist denn das, der 4. August, der Anfang August auf alle Fälle ist am Montag. Da muss ich mal kurz ins Büro, dann mache ich Monatsabschluss und diese ganzen Dinge, ein bisschen was aufarbeiten. Und das ist der perfekte Zeitpunkt, dass man mit diesem Montag dann für Anfang August ebenfalls ein Video hochladen und schauen wir, vielleicht produzieren wir da auch noch ans vor, dass wir dann die eine Woche auch noch kompensieren können. Dann wären wir eigentlich wieder auf Stand. Bin jetzt nicht ganz, wie soll ich mal sagen, synchron. Synchron ist der richtige Ausdruck. Der ist momentan sowieso in aller Munde. Synchron ist einfach alles. Und bin ich ganz synchron mit den Kollegen. Logischerweise, weil sich das jetzt vom Aufnehmen und so weiter her nicht wirklich hundertprozentig ausgeht, das ist schon klar. Da müssen wir ein bisschen nachsehen. Aber das macht auch nichts, das werden wir schon hinbringen im Großen und Ganzen. Ja, und beim letzten Video habe ich es ja schon angekündigt, vielleicht hat es nicht jeder gehört. ATS ist für mich momentan wieder eher auf Eis gelegt, zwischendurch einmal vielleicht ein Video, wenn ich wirklich Bock drauf habe, aber ich habe die Zeit nicht dafür und auch irgendwo die notwendige Musse nicht wirklich. Na, was fährst du da jetzt raus? He? Was fährst du da jetzt auf die linke Seite? Das muss mir jetzt erklären. Was fährt der neben ihn, oder? Na sicher. Spannender Teufel. Kahl ist das Wetter, es ist ziemlich dürr und trocken und braun und ja, es ist ein bisschen so gar nicht das meine, was das angeht. Aber es ist bekanntlich Geschmackssache. Die Flecken da auf der Straße, da dürften sie irgendein größeres Vieh angeführt haben. Ich will jetzt einmal fast behaupten, keine Ahnung, was das war. Er zieht ganz gut, der Kollege, mit seinem E-Main. Faszinierend.
mit dem Interieur, Freunde, bin ich nicht wirklich hundertprozentig zufrieden. Kann sehen, dass wir da vielleicht noch mal was verändern. Ihr wisst schon, machen wir ein Thema mitunter. Und ja, es ist möglich, dass wir da wirklich noch mal was anderes machen. Muss ich mir nur ein bisschen schlau machen. Hier war ein Problem mit der Animation vom Lenkrad, wie gesagt, das muss ich mir auch noch mal geben. Das würde ich schon ganz gerne haben, diese Animation. Mein Problem ist, dass dann die Animation vom Fenster nicht mehr funktioniert. Ob das jetzt. Muss ich meinen Herrn Binford fragen? Dem, glaube ich, funktioniert beides. Trotz Interieur. Schauen wir mal. Das werden wir vielleicht irgendwie lösen können. Dann glaube ich, für da irgendein Anbaupunkt, der für mich interessant wäre, dann denke ich jetzt an das Interieur vom Wolle. Da haben wir auch ein bisschen ein Problem mit dem Interieur. Also da muss ich echt nochmal überlegen, was wir da machen. Machen wir glatt, da vorne ist nämlich schon unser Parkplatz. Die Ausfahrt rechts. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. So. Wo können wir da stehen bleiben? Wir gehen nach links ab. Gehen wir da schon rein oder was? Und da vorne ist ja Einfahrt verboten, da geht einmal gar nichts. Okay, lass uns eine neue Route finden. Klappe, wir brauchen keine neue Route, wir brauchen einen Stellplatz. Wenn möglich, machen Sie eine Kehrtwende. Logisch. Da fahren wir jetzt einmal rein und wie schaut es da aus? Finden. Bitte machen Sie eine Kehrtwende. Also dieses Navi, ich sag's euch. Was ist, wenn wir da hinten? Da hinten ist eine Tankstelle. Wenn wir da mal vorfahren, wie schaut es da hinten aus? Kommen wir da vorbei? Ich würde sagen, wir bleiben da, oder? Schaut gar nicht mal so schlecht aus. Da ein bisschen unter der Palme, da haben wir fast Urlaubsfeeling, Freunde. So. Ja, der Kollege hinter mir, der wird schon vorbeikommen, oder? Glaube ich schon. Gut, liebe Freunde. Schalt mal das Kopf aus. Sehr gut. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs mit dabei sein. Wir fahren dann den Rest der Strecken vielleicht mit oder ohne Cam, das kann ich jetzt noch gar nicht sagen, das werden wir sehen. Kommt ein bisschen auf die Promos drauf an. Wie gesagt, ich bin jetzt erst einmal auf Urlaub, soweit, und danke fürs mit dabei sein und freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, alles Gute, ciao, euer Hermi.